Wir werden jetzt eine Magenspiegelung durchführen und ich möchte, bevor wir beginnen, ganz kurz erzählen, welche Vorbereitungen wir vor der Untersuchung getroffen haben. Sie können sehen, wir haben hier den Patienten, den wir auf die Seite gelegt haben. Das gehört sich so, damit man den Magen besser untersuchen kann. Was Sie auch sehen können, ist, dass der Patient hier Sauerstoff bekommt. Jeder Patient, der eine solche Untersuchung bekommt oder erhält, erhält auch zusätzlich Sauerstoff. Unabhängig davon, das ist jetzt etwas verborgen, hat der Patient eine Blutdruckmanschette. Wir müssen den Blutdruck während der Untersuchung ständig kontrollieren. Und es sind auch EKG-Elektroden geklebt worden, sodass wir laufend das EKG sehen können. Also das heißt, die lebenswichtigen Funktionen des Patienten, Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung, sind ständig im Blick und unter Kontrolle. Darüber hinaus benötigen wir natürlich das Untersuchungsgerät, das hier bereits angeschlossen ist, und den Bildschirm, auf dem wir dann sehen, was wir da inspizieren möchten. Darüber hinaus ist natürlich auch Personal notwendig, natürlich ein Arzt oder eine Ärztin, die das Gerät einführt und bedient, und dann zwei Assistenzpersonen, zum einen eine Kollegin aus der Pflege, die bei der Handhabung des Gerätes assistiert und die auch bei Eingriffen assistiert, und eine zweite Kollegin aus der Pflege, die dem Patienten das Schlafmittel gibt. Der Patient erhält während der Untersuchung ein Schlafmittel, damit er von der Untersuchung nichts mitbekommt. Und unser Patient schläft bereits, und Sie können hier sehen, dass das Schlafmittel kontinuierlich über eine Spritze ganz gleichmäßig gegeben wird. Und wir haben natürlich auch die Wirkung im Blick. Das heißt, der Patient bekommt nur die Dosis, die er tatsächlich braucht, um zu schlafen und die Untersuchung auch ohne Symptome gut zu überstehen. Jetzt würden wir gleich mal mit der Untersuchung anfangen. Jetzt möchte ich Ihnen demonstrieren, wie so eine Untersuchung tatsächlich durchgeführt wird. Sie können sehen, ich habe jetzt das Gerät, das ist ein biegsames Glasfaserkabel, in der Hand, und ich werde das Gerät jetzt vorsichtig in die Speiseröhre einführen. Wir befinden uns jetzt im Rachenbereich. Jetzt ist hier etwas Schleim, den ich etwas absaugen werde. So. So, jetzt führe ich das in den Rachen ein. Jetzt befinde ich mich bereits in der Speiseröhre. Sie können hier sehen, die Speiseröhre ist ein glatter Schlauch. Ich führe das Gerät weiter vor. Und hier sehen Sie bereits den Übergang. Hier hört die Schleimhaut der Speiseröhre auf und hier fängt die Magenschleimhaut an, die etwas stärker rosa ist. So, der Patient hat ein bisschen Schluck auf, aber das ist kein Problem. Jetzt befinden wir uns bereits im Magen. Sie können hier die Magenschleimhaut sehen. Und hier ist bereits der Magenausgang. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Schleim und auch den Schaum etwas wegzuspülen, um die Schleimhaut in ihrer Gesamtheit sorgfältig zu inspizieren. So, hier sieht man eigentlich sehr schön den Magenausgang. Jetzt inspiziere ich aber natürlich auch den restlichen Magen. Ich schaue jetzt das obere Drittel und das mittlere Drittel vom Magen an. Dieser Schaum muss natürlich auch abgesaugt werden. Das ist normal. Das ist ja das Sekret, das man im Mund bildet, wird ja verschluckt und landet dann im Magen. Damit ich den Magen inspizieren kann, muss ich etwas Luft in den Magen hinein pumpen, damit er sich entfaltet. Und was Sie hier sehen können, ist ein ganz winziges Magengeschwür. Das sieht auch so ein bisschen ganz, oder zumindest eine kleine Blutspur. Das werde ich nachher alles gleich etwas genauer inspizieren. Also hier ist noch einmal das Dach des Magens. Hier sehe ich keine gröberen Auffälligkeiten. So, jetzt werde ich mir diese Stelle mit der Blutspur noch ein bisschen genauer anschauen.
Das sehen Sie hier. Natürlich muss man hier auch wiederum das Sekret wegspülen und eine bessere Übersicht gewinnen. Es ist ja auch wichtig zu wissen, wenn ich solche Blutspuren wie in diesem Fall sehe, ob der Patient vielleicht im Mund geblutet hat und das nur verschluckt hat oder ob tatsächlich hier eine kleine Wunde der Schleimhaut vorliegt. Also hier liegt schon eine kleine Rötung der Schleimhaut vor, das ist aber nicht weiter dramatisch. Hier in diesem Bereich auch, das sieht man hier. Hier ist ein ganz winziges Magengeschwür zu sehen, das ist aber absolut winzig, nicht bedrohlich. So, also das war jetzt zunächst einmal die Inspektion vom Magen. Man führt dann aber das Gerät aus dem Magen heraus, das ist der Magenausgang. Hier geht es weiter in den Zwölffingerdarm. Das ist der Beginn des Zwölffingerdarms. Sie können sehen, das sieht schon ein bisschen anders aus als der Magen. Hier ist die Schleimhaut komplett intakt. Keine Rötung, keine Wunden. Und jetzt wird das Gerät weiter nochmal in den Zwölffingerdarm vorgeführt. Sie können sehen, hier links sieht man sogar die Mündung des Galleingangs. Aber das ist nicht Ziel der Untersuchung. Ziel der Untersuchung ist, die Schleimhaut als solche zu inspizieren. Die ist in diesem Fall intakt. Keine Rötung, keine Wunden. Das Schleimhautrelief ist auch bei näherer Betrachtung völlig gesund. Man zieht jetzt das Gerät langsam zurück. Hier ist die Mündung vom Galleingang hier oben. Das sieht man eigentlich ganz gut. So, jetzt gehen wir zurück. So, also, jetzt bleibt es dabei, wir haben also schon diese geringe Rötung der Magenschleimhaut im Bereich des Magenausgangs, wie man hier sieht, und wir haben hier oben, das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt, diese minimale Rötung. Um diese Sache nochmal unter dem Mikroskop zu analysieren, werden wir jetzt eine kleine Probe der Magenschleimhaut nehmen. Eine Zange bitte. Und solche Proben sind sehr klein, die sind 1-2 mm groß und man kann damit dann die Schleimhaut unter dem Mikroskop analysieren lassen. Man kann sehen, ob sich dort eine Entzündung zeigt oder auch, was auch häufig ist, ob hier eine Besiedlung mit Bakterien vorliegt. Das sind Helicobacter-Bakterien, die Ihnen vielleicht bekannt sind. So, wir haben hier eine kleine Zange, die wir in das Gerät einführen. Man schiebt diese Zange durch einen Kanal im Gerät vor und man wird es auch gleich sehen. Hier sieht man die Zange bereits. Jetzt wartet man kurz ab, bis diese Kontraktion vorbei ist. Zange öffnen bitte. So, und Zange schließen. So, das war Probe 1. Und dann wird eine zweite Probe jetzt im oberen Bereich genommen, dort wo diese leichte Rötung zu sehen war. So, nochmal auf bitte, Zange öffnen, zu. So, und das war jetzt die zweite Probe. Das wird jetzt in ein Glas gegeben und an den Pathologen verschickt. Jetzt saugen wir die Luft ab, damit der Patient nicht zu sehr aufstoßen muss. Und auf dem Rückweg werde ich jetzt nochmal die Speiseröhre inspizieren. Die ganze Zeit wird ein bisschen Luft gegeben. So, hier inspizieren wir jetzt nochmal die untere Speiseröhre, ob hier alles in Ordnung ist. Hier kann man jetzt keine Rötung sehen, keine Auffälligkeit. Man zieht das Gerät weiter zurück. Auch hier keine größeren Auffälligkeiten. Und beim Rückzug wird die obere Speiseröhre auch nochmal inspiziert. Hier sind keine dramatischen Dinge. Was man hier sieht an der Seite, diese kleine Rötung, das ist etwas ganz Harmloses. Das ist einfach eine Schleimhautvariante. Die Ärzte haben für alles Fachbegriffe, aber es ist nicht bedrohlich. Man kann, wenn man etwas sieht, immer ein Foto machen, wie jetzt, oder eine Probe nehmen. Aber da es sich hier um eine harmlose Veränderung handelt, brauchen wir keine Probe. Jetzt gehen wir zurück, sind wieder im Rachen. Und damit wäre die Magenspiegelung beendet.